Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend, liebe Workshop-Teilnehmer. Ich freue mich, dass Sie hier sind, dass Sie hier an diesem Montag dabei sind. Wenn Sie mich sehen, wissen Sie, ich führe heute durch den Workshop. Und ja, ich begrüße Sie recht herzlich. Ich freue mich auch, wenn Sie eventuell im Nachhinein noch die Aufzeichnung anschauen. Und wenn Sie dann jetzt nicht live dabei sein können, das ist überhaupt nicht schlimm, denn Sie können sich die Aufzeichnung anschauen, Unterlagen runterladen und eben auch Fragen stellen in den Chats. Ja, ich begrüße auch meine Eltern. Vielen Dank, dass ihr hier für mich da seid und mich unterstützt mit der Vorbereitung der Fragenbeantwortung. Und ja, würde ich sagen, starten wir in diesen Workshop-Abend hinein, indem ich mit der Präsentation beginne. Und ganz anders als sonst eventuell, gebe ich Ihnen heute auch die Folien zum Download bereit. Also die können Sie ab jetzt sich herunterladen und abspeichern oder eventuell das dann für später dann benutzen. Damit können Sie verfahren, wie Sie möchten. Ja, 19. August und ein Montagabend in diesem Jahr. Insofern herzlich willkommen nochmal. Achtung, wichtiger Hinweis, diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisung zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankung konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Ja, und ich möchte gerne an meinen Workshop von vor 2 Wochen anknüpfen. Vor 2 Wochen ging es ja um Cholesterin, um warum es für uns wichtig ist. Und ich habe Ihnen hier nochmal die wichtigsten Punkte aufgeschrieben. Das ist ein essentieller Bestandteil der Zellmembran. Alle Menschen und Tiere können Cholesterin selbst herstellen. Cholesterin ist ein lebenswichtiges Sterol, also ein Membranlipid. Und wir haben uns auch die unterschiedlichen Stadien von Cholesterin angeschaut und ich denke, Sie konnten sehr gut erkennen, weswegen weder das eine noch das andere, ich gebe Ihnen hier nochmal die Folie, die Übersicht nochmal, das eine noch das andere gut oder gar schlecht ist, wie immer behauptet wird. Es hat alles seine Funktion und ja, es geht da in dem Guten und Schlechten geht es ja um das LDL oder HDL, da wird ja immer das eine für das schlechte LDL genannt, bezeichnet und das andere, das Gute, wird dann das HDL bezeichnet. Es gibt hier lediglich den Bedarf, der es notwendig macht, dass in absoluten Werten hier mehr gemessen wird, weil mehr produziert wird. Und Sie wissen ja, 90% des Bedarfs an Cholesterin stellt der Körper selbst her. Und diesen Bedarf möchte ich hier noch etwas detaillierter auf den Grund gehen. Das hatte ich sowieso vor, aber auch die Gespräche, die ich in der letzten Zeit geführt habe, zeigt mir, dass auch hier das Interesse sehr groß ist, hier noch etwas genauer, etwas tiefer dieses zu beleuchten, warum eben unser Körper hier diesen Bedarf oder aus welchem Grund eben dieser Bedarf sich entsprechend entwickelt. Ja, in dem vergangenen Vortrag bin ich darauf eingegangen, wofür Cholesterin benötigt wird, ja, für die Reparatur der Zellmembran und zur Herstellung von Hormonen. Dabei wird das Cholesterin zuerst in die Zellen transportiert, um es darin energetisch zu ihrem Zweck umzuwandeln oder weiterzuentwickeln, zu synthetisieren, kann man es auch bezeichnen. Und wer ist dafür zuständig, wenn wir über Energie in den Zellen sprechen? Ja, natürlich die Mitochondrien in unseren Zellen. Jetzt wissen wir, wenn wir auf Zellebene eine mikrobielle Belastung vorliegen haben, dann sind es zuerst unsere Mitochondrien, die in ihrer Funktion sukzessive eingeschränkt werden. Sie bekommen zu wenig Sauerstoff, um die nötige Energie zu erzeugen und beginnen in den Ersatzstoffwechsel zu wechseln, der alkoholischen Gärung des Zellplasmas. Und wird die mikrobielle Belastung nicht beseitigt,
verschlimmert sich die Situation und die Situation auf Zellenebene und es entstehen Entzündungen und dann auch chronische Entzündungen. Und eine solche Entzündung stellt zum Beispiel die Arteriosklerose dar. Ich will hier auch nochmal, ich habe das auch vor 2 Wochen schon, diese Erkrankung habe ich auch vor 2 Wochen schon mal benannt, aber ich will hier nochmal darauf eingehen, weil eben hier das Cholesterin bzw. das hohe Cholesterin immer noch als Ursache für die Entstehung von Arteriosklerose steht, was wir oder was, wie wir das auch sehen werden, nicht ganz richtig ist. Und somit ist das eben auch hier heute mein Thema für den Vortrag Arteriosklerose. Ja, wie entsteht eine Arteriosklerose? Die Erkrankung Arteriosklerose kann durch verletzte Gefäßwände, durch Fett- und Kalkablagerung oder Gewebsveränderungen entstehen. Begünstigt wird die Erkrankung durch Risikofaktoren wie Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes mellitus, Rauchen und Alkohol. Also Übergewicht, da sehe ich hier vor allem auch eine träge Verdauung, also ist hier auch der Darm beteiligt. Zu wenig Bewegung, ja, das kann dazu führen, zu dem einen als auch zu dem anderen, zum Übergewicht und dann eben dann als Risikofaktor sich entwickeln für Arteriosklerose. Aber vor allem auch die Dysbiose im Darm sehe ich hier als Mitgrund, dass eben hier sich Übergewicht entwickelt. Also ein Dysbiose ist das Ungleichgewicht des Mikrobioms. Und ja, Bluthochdruck kann bereits ein Zeichen von Stress oder also physischen als auch psychischen Stress bedeuten und kann dann vielleicht auch schon als Ursache, aber auch als Folge von Entzündungen sein, also auch als Folge von Arteriosklerose, kann auch hier sich der Bluthochdruck zeigen. Diabetes mellitus. Hier da geht es in erster Linie auf das verminderte Ansprechen der Körperzellen auf Insulin und dadurch entwickelt sich die Diabetes mellitus. Eine zweite Voraussetzung dafür, für das Entstehen von Diabetes mellitus, ist eine Funktionseinschränkung der Beta-Zellen. Das sind die Zellen im Pankreas, die das Insulin herstellen. Und ja, also beide allein würden noch keinen Diabetes mellitus verursachen, aber in Kombination resultieren beide dann in eine Störung der Glukosehomöostase, sodass eben hier sich Diabetes mellitus entwickelt. Rauchen, Alkohol, denke ich, ist Ihnen bekannt, sind Zellgifte, die zusätzlich zu den Umweltgiften unseren Körper und somit unsere Zellen auf Zellenebene belasten und somit auch hier nicht nur leichtfertig, aber angegeben als Risikofaktoren. Die sind halt Risikofaktoren für alle möglichen Entzündungen und Erkrankungen im Körper. Ja, Arteriosklerose ist die Verhärtung, Verdickung und Einengung von Arterien. Sie entsteht durch Entzündung an der Gefäßwand zusammen mit Cholesterin und den Immunfresszellen, die zusammen mit den Entzündungsbeteiligten, und das sind hier die Chlamydia pneumoniae meist, diese drei bilden die Plaques. Und Entzündungen an Arterienwänden können sich überall im Körper bilden. Wir haben ja ein umfangreiches Blutgefäßnetz bei uns im Körper und hier können diese Entzündungen überall entstehen. Besonders ungünstig sind sie allerdings in den Bereichen, die das Gehirn bzw. das Herz versorgen. Da haben wir zum Beispiel die verengten Herzkranzgefäße. Da kann sich eine Angina pectoris entwickeln. Oder wenn sogar ein Gefäß verstopft ist, ein Herzinfarkt. Und wenn, das können Sie jetzt auch nachvollziehen, wenn ein Gefäß verschlossen oder verstopft, was das Gehirn versorgt, dann kommt es zum Schlaganfall.
Und wenn man sich hier die Statistik einmal anschaut, der häufigsten Todesursachen in Deutschland, dann sehen wir hier in dieser Darstellung die am häufigsten, also die ganz am oberen Ende, die Todesursache Nummer 1 sozusagen, sehen wir hier Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems. Und auch in dieser Statistik, wenn Sie einmal durchgehen möchten, sehen Sie hier auch, die sind unterschiedlich benannt, aber es sind sehr, sehr viele Erkrankungen, die eben mit dem Herz-Kreislauf-System zusammenhängen, die es hier in die Top 10 der Todesursachen Nummer 1 geschafft haben, in negativen Sinne. Also hier ganz oben die chronische ischämische Herzkrankheit. Das ist eben die Durchblutungsstörung der Herzkranzgefäße. In dem Fall dann kann man sie auch als stabile Angina pectoris benennen und die hier dann eben aufgrund von Arteriosklerose entsteht. Insofern, wenn man sich diese Übersicht anschaut, ist es klar, dass hier Mittel und Wege gefunden werden müssen. Sie sehen ja auch die Anzahl der Todesfälle dahinter. Für den Einzelnen, dass hier dieser Weg nicht beschritten wird für jeden Einzelnen. Man schaut sich also somit die Arteriosklerose an und man schaut sich dann in dem Fall die Blutwerte an und die Vitalwerte, Leberwerte etc. Und dann findet man natürlich, ich sage es so natürlich, aber man findet erhöhte Cholesterinwerte. Das ist ja nun der erste Schritt, eben dann das zu bemessen. Aber auch erhöhte Leberwerte, ganz interessant. Und Blutzuckerwerte ist, wenn dann eben dann hier bereits sich dann eine Diabetes mellitus entwickelt. Prädiabetes könnte man da auch schon dazu nennen. Aber Entzündungswerte, die sind auch erhöht, weil natürlich im Körper es Entzündungen gibt. Wird mit Medikamenten versucht, hier dies einzustellen. Und Sie kennen das vielleicht auch von anderen oder aus Gesprächen. Man bekommt dann einen ganzen großen Beutel voller Medikamente, um die Symptome zu regulieren, die Werte zu regulieren. Und der andere große Beutel ist dann dafür da, die Nebenwirkungen der Medikamente, die man für das erste erhalten hat, dann herabzumildern. Und auch ganz wichtig zu wissen hier in dem Zusammenhang ist, schon 2015 verstarben mehr Menschen an Einnahmefehlern und Medikamentwechselwirkungen als an Autounfällen hier in diesem Land, in Deutschland. Also 2015 und ich möchte mal behaupten, dass sich das noch gesteigert hat. Der Abstand ist bei weitem größer geworden. Ja, weil man versucht, die Symptome zu klären, nicht aber der Ursache auf den Grund geht. Und zum Glück haben uns bereits viele unserer Kernwender hier ihr erfolgreiches Vorgehen mitgeteilt. Dass sie erfolgreich sind, zeigt Ihnen und dann in der Beschreibung an uns auch die verbesserte Lebensqualität. Das ist ein ganz deutliches Zeichen, dass man hier erfolgreich ist. Und wie sie halt mit AGCare gegen die störenden Mikroorganismen vorgehen, das haben sie uns beschrieben. Sie unterstützen ihren Körper bei der Selbstheilung. Durch gezieltes Vorgehen mittels spezifischer elektromagnetischer Frequenzmuster und somit werden die betreffenden Mikroorganismen eliminiert. Und es gibt ja eine ganze Reihe an Anwendungen im AGCare. Über die zwei oberen habe ich in der letzten Woche auch schon gesprochen, die A21, letzte Woche nicht, aber vor zwei Wochen, A21 Arteriosklerose und auch A371 Chlamydia Pneumonie. Das wären diejenigen, die hier daran beteiligt sind. Die haben, wie gesagt, vor zwei Wochen schon gesagt, wir haben immer wieder darüber gesprochen, wenn es um Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems geht, um eben die Versorgung, dann geht es meist um diese Anwendung. Aber auch, es gibt noch viele andere Möglichkeiten, auch die Anwendung C933 Leberunterstützung
und C353 Leberzirrhose, Hepatitis. Da sehen Sie schon, da steht im Namen ITIS hinten, ist schon die Entzündung mitgeteilt. Hepatitis, also die Leberentzündung. A251 Pankreasschwäche. Ja, also wenn zum Beispiel dann beim Diabetes eben hier die Beta-Zellen nicht wirklich funktionieren oder in ihrer Funktion eingeschränkt sind, dann könnte man hier vorgehen. C470 Diabetes Typ 2, wenn das vorhanden ist. Und dann habe ich Ihnen noch eine Anwendung eingetragen. Aber erstmal, wenn wir die vier oberen uns betrachten, also Leberunterstützung, Leberzirrhose, Pankreasschwäche, Diabetes Typ 2, dann sieht man bei den Anwendungen, dass es sich hier um Diagnosen handelt. Und es geht aber hier immer um die Eliminierung der betreffenden Mikroorganismen. Und das trifft auch auf die letzte Anwendung zu, nämlich die C346 Cholesterin, die letzte Anwendung, die ich hier in der Liste aufgeführt habe, als Möglichkeit, als Beispiel, als Empfehlung. Hier werden die den Cholesterinkreislauf störenden typischen Erreger eliminiert. Also ich habe Ihnen das jetzt nochmal so konzentriert dargelegt, damit das Verständnis dafür sich entwickelt, dass es hier immer, es geht immer um die betreffenden Mikroorganismen auf Zellenebene, die uns stören und die wir damit erreichen mit diesen elektromagnetischen Frequenzen. Das ist die Herangehensweise von AgeCare, die Herangehensweise vom Einsatz spezifischer elektromagnetischer Frequenzmuster hier zum Einsatz, zur Unterstützung für die verbesserte Lebensqualität. Ja, mit der Bereitschaft, andere Wege zu gehen, sich selbst zu unterstützen, AgeCare zur Unterstützung zu nutzen, sind Sie ja bereits dabei, indem Sie ja hier beim Workshop mit dabei sind, für sich etwas verändern zu wollen. Aus meiner Sicht können Sie das in erster Linie auch nur für sich selbst. Also diese Entscheidung, diesen Weg, den gehen Sie selbst, was ja für Sie sehr gut ist. Da verstehen Sie auch, was sich hinter Ihren Beeinträchtigungen verbirgt und nutzen Sie viele Möglichkeiten abseits oder zusätzlich zu den schulmedizinischen Maßnahmen, so wie Sie Vertrauen dazu haben und es auch Ihnen verständlich ist. Das ist einfach eine Nachricht, eine Message sozusagen auf Altenglisch, Neudeutsch, wie man auch will. Also das ist die Nachricht, die ich Ihnen hier überbringen möchte, ist einfach, verstehen Sie das, was um Sie herum passiert, und wir sind Ihnen natürlich hierbei auch sehr Unterstützung. Wir übernehmen sehr gern dabei den Teil der Erklärung, wie Sie AgeCare dafür sehr gut für sich zum Zweck der Mikroorganismeneliminierung einsetzen können. Und ja, in unserem AgeSmart, das sehen Sie ja hier ganz unten auf der Übersicht, geben wir Empfehlungen über AgeCare hinaus. Also mit Wissen für ein Leben ohne Krankheit, so dass wir das drumherum noch besser verstehen, noch besser einordnen können, noch besser für uns vertrauensvolle Entscheidungen treffen können, um eben unsere Lebensqualität zu verbessern. Ich will einmal die beiden Vorträge jetzt zu dem Cholesterin-Thema zusammenfassen. Das haben wir ja besprochen, was sind die wichtigen Bestandteile. Ja, Cholesterin ist ein wichtiger Bestandteil der Zellmembran und wird zu 90%, aber 90% vom eigenen Körper hergestellt, nach Bedarf und nicht nur für die Reparatur von den Zellmembranen, sondern auch zur Hormonsynthetisierung und zur Fettverdauung wird das Cholesterin benötigt. Bestandteile des Cholesterins werden hierfür benötigt. Und Reparatur der Zellmembranen habe ich auch heute nochmal angesprochen, nämlich als es um die Arteriosklerose geht, die sich entwickelt aus den vielen kleinen Entzündungen,
teilweise chronischen Entzündungen eben in den Blutgefäßen. Und wenn wir hier die mikrobielle Belastung eliminieren, können wir hier unseren Körper bei der Selbstheilung unterstützen. Die mikrobielle Belastung, das wird es erstmal allgemein, es geht jetzt nicht nur um die Arteriosklerose oder um Cholesterin. Die mikrobielle Belastung kann sich bei jedem unterschiedlich zeigen. Mit AgilCare haben wir eine sehr gute Möglichkeit, eben ohne Risiko auf Nebenwirkungen unsere Lebensqualität zu verbessern. Und Ihre Empfehlung an andere soll sich auch lohnen. Deswegen haben wir unsere Tipp-Provision entwickelt. Erzählen Sie einfach anderen von AgilCare, empfehlen Sie es und wir gewähren Ihnen als AgilCare-Besitzer eine Tipp-Provision in Höhe von 150 Euro für jedes AgilCare-Gerät, was in unserem Shop erworben wurde, auf Ihre Empfehlung hin. Gern können Sie auch unsere Kommunikationswege an die Interessenten weitergeben, wenn Sie das möchten. Falls es hier vor dem Kauf auch noch schon Fragen geben sollte, die wir eventuell klären oder auch sogar beantworten können. Und hiermit möchte ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und freue mich nun auf Ihre Fragen, die Sie im Chat gestellt haben. Vielen Dank.